Hey Freunde, Luke hier. Im heutigen Video schauen wir uns mal 5 Dinge, die Lukas Brewster sein Leben für immer verändert haben, an. Vielleicht wissen es viele gar nicht von euch, aber in Lukas seinem Leben gab es viele Unfälle und Probleme. Genau deswegen habe ich mal 5 Ereignisse aus Lukas seinem Leben herausgesucht. Das letzte wird dich schockieren. Fangen wir aber erstmal mit dem ersten an. Und zwar wisst ihr vielleicht, dass Lukas letztens wieder einen Autounfall hatte. Alles? Mein Kopf wird so hin und her geschleudert, ne Leute? Zum Glück, also was heißt zum Glück? Ey, Lukas hat so oft Autounfälle. Ich bin nicht aufgegangen im Auto. Weiß jetzt nicht, ob das richtig war oder nicht. Auf einmal, Leute, mein Auto komplett kaputt. Ich musste jetzt hier rechts ranfahren, einfach über diese Seitenmarkierung, ja. Ey, Bro. Der arme Lukas. Guckt euch das jetzt einfach mal an, Bro. Ich habe seit 2 Wochen mein neues Auto, Bruder. 2 Wochen, Mann. Ich meine, ich bin froh, dass es jetzt nicht der Lambo war, okay? Ich bin ganz der ehrlich Lambo. Mit euch. Leute, Digga, mein Auto, Bruder, guckt euch das einfach mal an, Digga. Mein Oha. Ganzes Auto ist kaputt, Mann. Ich raste aus, Digga. Digga. Ey, Mann, Alter. Alles ist kaputt, Digga. Vorne ist alles. Sein Auto ist komplett kaputt. Hier, das Teil ist durchgebrochen. Das ganze Teil ist abgeflogen. Hier hängen irgendwelche Kabel aus meinem Auto raus. Ich meine, guckt euch das mal an, Leute. Digga, hier sind noch so Kratzspuren. Komplett der ganze Lack auf, ja. Von diesem Baum oder was das war. Ein weiteres Ereignis, was Lukas auf jeden Fall geprägt hat, war sein Skiunfall. Denn als Lukas mit seiner Freundin im Urlaub war, um etwas Ski zu fahren, fiel Lukas einfach so hin und konnte deswegen fast nicht mehr weitermachen. Hier der Clip. Alter, jetzt Lukas hier richtig hinfallen. Es geht hier ganz, ganz steil nach unten. Holy moly, ich weiß gar nicht, ob ihr das so seht auf der Kamera. Okay, aber so schlecht sieht das doch gar nicht aus, wie er fährt. Ja. Ist doch gut. Ah! Oh mein Gott. Was ist passiert? Wie hat er geschrien? Oh mein Gott. Der nächste Clip ist nochmal richtig schlimm, aber nicht zu vergleichen mit dem am Ende. Und zwar musste Lukas in ein Krankenhaus, weil er sich schlimm am Bein verletzt hat. Er wurde sogar gründlich untersucht. So, Freunde, wir sind jetzt hier auf dem Weg ins Krankenhaus rein quasi. Lukas muss schon wieder ins Krankenhaus. Ey, schon ein bisschen so mein Knie, Alter. Oh mein Gott, ey. Ich verstehe nicht, wie mir sowas passieren kann bei einem Paket auspacken, Bro. Also, was? Das macht mich echt. Er hat sich am Knie verletzt beim Paket auspacken. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, Leute, wenn wir drin sind. Ich weiß nicht, ob ich da filmen kann, aber vielleicht mit meinem Knie jetzt so gebrannt, könnte ich mir vorstellen. Und dann wissen wir vielleicht, was da auf jeden Fall los ist. Jetzt, oh Mann. Auch, Freunde. Also Freunde, wir waren jetzt eben im Behandlungszimmer und wir wurden jetzt zum Röntgen geschickt. Auf jeden Fall, er vermutet, dass ich ja irgendwie so ein Bänderriss oder verstaucht habe. Also ich weiß es jetzt noch nicht. Deswegen wurden wir jetzt zum Röntgen geschickt. Mal schauen, was dabei rauskommt. So sieht es auf jeden Fall aus. Sehr, sehr interessant. Bevor wir jetzt aber zu dem Ereignis kommen, was Lukas sein Leben für immer verändern sollte, schauen wir uns erstmal noch an, wie Lukas erpresst wurde. Denn Lukas wurde von einem Hater erpresst, der ihm sagte, dass er den Bürger Pommes Song löschen soll. Ansonsten veröffentlicht der Hater Lukas seine Handynummer. Hallo? Hallo, Lukas. Er ruft Kevin an. Ja, oh, Kevin. Aber warum? Und zwar, es versucht jemand, meine Nummer zu leaken. Und Bro, ich wurde jetzt durch die halbe Weltgeschichte hier durchgeführt. Ich bin jetzt hier gerade am Straßenrand. Da oben ist einfach ein Ei für Kevin. Ich bin richtig sauer, weil ich glaube, du bist das. Was? Nämlich. Kevin ist der Hater. Nee, wie sollte ich das sein? Ja, Bro, ich war im Candy Store, der hat gesagt, das war jemand, der relativ groß war, ja. Dann Takis und Prime musste ich gucken. Und dann musste ich jetzt eben noch bei den Eiern gucken. Langsam wird das ein bisschen auffällig, dass es du das Kevin. Bist. Hä, hast du mal an Osterhasen oder so gedacht? Ist doch bald Ostern. Was? Und der Osterhase? Dann, weißt du, dann Süßigkeiten, man der Osterhase ist Lukas ein Hater. So verdächtigst du denn mich? Ich hab damit nichts zu tun. Also du bist das wirklich nicht gewesen, weil du hast einen ganz guten Grund, ne, den Burger Pommes Song nicht zu mögen. Nee, das weißt du doch. Ich hab da doch schon mit abgeschlossen, Lukas. Ich würde eher einen Osterhase oder sowas verdächtigen. Also Bro. Ich meine, da bist du jetzt irgendwie... Der hat gesagt, wenn bis 18 Uhr ich nicht den Burger-Pommes-Song lösche, dann wird meine Nummer geleakt, Mann. Ja, dann würde ich mich an deiner Stelle ein bisschen ranhalten, oder? Digga, ey. Wusstest du, dass Lukas eine schlimme Krankheit hat? Ja, du hast richtig gehört. Lukas hat eine unheilbare Krankheit, die seine Knie so verletzlich machen, dass es sein kann, dass wenn er sich hinsetzt, er sich sein Knie verdreht. Riesen-Harry Potter aus der Box geholt und hat mich beim Hinsetzen verletzt und mein Knie beim Hinsetzen verdreht. Verletzt? Damals habe ich aber keine, ja,
MRT- oder Röntgenbilder gemacht, sondern ich war nur in der Notaufnahme und wurde dort im Krankenhaus einfach nur ganz Lukas normal ist so behandelt. Oft in der Notaufnahme. Was aber dabei schon passiert ist, ist meine Kniescheibe, Leute, ihr wisst, was eine Kniescheibe ist, die ist mir damals schon nach außen weggesprungen und was? Wieder zurück auf jeden Fall direkt. Wie kann die denn wegspringen? Ich merke das gar nicht, das geht so schnell, einfach zack, zack, Kniescheibe einmal raus und wieder rein. Und dabei ist das Band hier auf jeden Fall schon leicht angerissen gewesen, hat mir der Orthopäde jetzt erzählt, vor 2 Monaten schon. Aber nach ungefähr so 4 bis 5 Tagen ging es mir wieder gut, ich konnte sogar wieder Fußball spielen. Okay. Oder im Wasserrutschenpark fahren, ne, hatte dort auch Videos gedreht damals. Und dann hatte ich eigentlich gar nichts mehr gemerkt und dann auf einmal war dann eben der Trampolinunfall auf jeden Fall da. Da ist es wieder passiert. Seitdem habe ich dann auch hier diese Schiene bekommen, die habt ihr noch nicht so richtig im Video gesehen. Die musste ich hier mit so richtig Schnallen so, ne, halt so dran machen auf jeden Fall und jeden Tag tragen, auch nachts übrigens. Auch nachts? Und was da genau passiert ist, ist eben wieder, die Kniescheibe ist rausgesprungen, ist wieder zurück. Freunde, wusstet ihr davon? Schreibt Lukas mal gute Besserung in die Kommentare. Schaut jetzt noch an, wie YouTuber echte Geister gesehen haben.